Mann, ich scheiße es auf den Drecks-Excavator. Hörst du, Immersive Engineering? Ich kack dich an. Du, wir haben keinen Poop. Doch, ich hab Bad Poop in der Tasche und das schmeiße ich jetzt auf, gequibbelt. Ach, Quatsch, auf. Auf Immersive Engineering. Ein E-Glass Cable. Hallo. Glass und Certus Quartz Dust. Übrigens, ich mach da eine Bumsbirne da weg. Ich mach erstmal die ganzen Chests hier weg, weil die brauchen wir nicht mehr. Nicht wahr? Ist ja das alles ist immer nicht wahr, du. Ey! Was, da ist nichts mehr drin? Ach ja, ja super, jetzt können wir gar nicht drauf zugreifen. Nein, natürlich nicht, da musst du schon dein Terminal hier hinbauen. Ja, das hatte ich ja vor. Ich wollte das hier hinbauen, hier. Wohin? Hier neben der Torch. Oder soll es da vorne hin? Mach's doch neben den Eingang hier. Wo man hinkommt, ohne dass man sich... Ach so, das... Ich wollte es die ganze Zeit aufheben, aber es war noch ein Block. Ich hätte das jetzt hier neben den Eingang gemacht, weißt du? Hier so. Und auf der anderen Seite direkt für die Garage mit. Nein, dann mach das doch hier hin oder so, wo es ein bisschen weg ist. Zwei direkt hintereinander ist doch Verschwendung, oder? Dann gib mir jetzt die Materialien. Was denn für Materialien? Guck doch in deinen Computer. Zack. So. Ich mach das jetzt. Ja, ich habe auch das Tesseract reingepackt und den Core Sample Drill. Der stinkt nach Kacke. Ihr Müffels. Ich kann ja nichts dafür, dass der stinkt. Aber es ist halt so. Racken weh. Och, Mann, ich kann nicht aufhören. Oh, wir haben schon. Oh! Ist das nicht toll? Oh! Kannst du mal aufhören, behindert zu sein? Nein, einmal? Ich kann nicht. Nein! Ey, du bist gerade voll gruselig rückwärts gelaufen, mit dem Kopf um 180 Grad gedreht oder so, wieder obergruselig gewesen. Din, 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 din. Gruselig. Warum stehst denn? Achso. Weil ich Kabel verlege? Hallo, darf ja, ich nein, bei Ihnen ein Rohr verlegen? Nein, danke. Nein. Was? Nein, darfst du nicht. Ich gucke hier ständig in diesen dummen, leeren Energy-Kondenser und dann setzt total mein Hirn aus. Du guckst mir ständig auf meinen, Nein. wärmeabsorbierenden Knackarsch. Hitzeabsorbierend. Was passiert also, wenn wir das Element Ratte dem hitzeabsorbierenden Knackarsch von Mr. Sklave aussetzen? Mal sehen. Hitzeabsorbierend. Eine endotherme Verbindung. Reaktion. Jawohl, noch ein Energy Collector. Ach Mann, raste doch nicht aus. Nein, doch, ich hab noch einen Energy Collector. Das hat nur zwei Stacks Aethernales für gebraucht. Ach, bin ich ein Held. Nein. Black and Hero, Baby. Da hab ich eben gar nicht dran gedacht. Ey, Toppi die Roppi. Tippi Toppi. Zoppi die Rocky. Regina Rocky die Zucki, Mann. Ist das nicht toll? Mann, du bist behindert. Nein. Ich kann es gar nicht sagen. Jetzt mal eine erste Frage an die Zuschauer. Was findet ihr am Pesti, dass ihr euch solcher Demütigung die ganze Zeit hingebt? Projekte. Okay, muss ich upgraden. Ja, weil der Project I in einem Namen, da steht immer Projekte. Projekte, por favor. Mann. Nicht? Findest du nicht? Du wolltest Hoppala. Das direkt neben den Eingang haben? Ja, ich hätte das links neben den Eingang gehängt. Warum nicht? Weil ich immer ein bisschen Luft dazwischen haben will. Was hat denn da eben geklirrt? Du zerschießt Glas. Nein. Doch, was ist da los? Nein. Gar nichts. Weiß nicht, warum ich hab nur einen zu weit gebaut. So. Ah ja, ich nehme das mal. Bitte, der... ja, nein, ich mach das schon. Jetzt geht er mir... Jetzt ist er in den Weg gegangen, du blöder Rotz. Geh jetzt da weg. Ich töte dich auch mit bloßen Händen, wenn es sein muss. Bitte sehr. Ein Crafting-Terminal ist das nicht fantastisch. Dann kann ich das da hinten jetzt abbauen. Ey, wir brauchen... Vorsichtig, vorsichtig. Oh, cool. Nein! Was denn? Ich werde jetzt unsere Diamantenrüstung wieder in Diamanten zurückformen. Bin ich einfach nichts für dich? Ich werde jetzt unsere Diamantenrüstung wieder in Diamanten zurückformen. Und man braucht wie viel? 24 für ein ganzes Set, ne? Mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Weil die sind ja schon kaputt und deshalb ist der EMC-Wert kleiner geworden. Nein. Scheiße. Oh, wir haben 23 bekommen. Wir haben nur einen Diamanten verschwendet. Cool.
Was machst du denn die ganze Zeit da? Nichts mache ich. So klingt das ja. Also, nee, eigentlich nicht. Ich muss es an den Crafting-Terminal, lass mich mal. Bitte sehr, geh ruhig. Nee, muss ich gar nicht. Na, dann halt nicht. Aber ich auch nicht. Hier steht ein Zombie-Pigman in der Wohnung. Bitte kümmerst du dich um den? Nein. Warum nicht? Ich brauche 3 Diamanten. Quarz. Mann, er steht hier mitten in der Wohnung. Tu was. Hallo, ich mache im Gegensatz zu dir eine ganze Menge. Was redest du denn? Ich mache hier total scheiße, viel. Der ist abgeprallt. Wer? Mein Gemächt. Aber wir haben 109 gebackene Kartoffeln. Wo haben wir die denn her? Ich verstehe das gar nicht. Wo kommen die her, Mann? Wir sind noch mega behindert. 100 Kartoffeln. Und die verdammten Dimensional Transceiver, die für den Arsch sind. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Was hast du denn versucht? Ich versuche, Flux Crystals herzustellen. Na, das hast du ja schon ein paar Mal gemacht. Pure Certus Quartz Crystals, Redstone und Nether Quartz. Ich habe das nicht im Kopf. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich auch nicht. Aber das hat doch eigentlich mal funktioniert. Klingt vernünftig, ja. Aber keine Ahnung, ob das klappt und reicht. Die verbinden sich nicht. Ich dachte, hä? Boah, ist das behindert. Vielleicht brauchst du Charged Certus Quartz. Ja, ist es doch. Bist du sicher? Ja. Nein. Warte mal. Ach, das ist Pure Certus Quartz. Ah, kannst du mal sehen. Ah, ja, das ich klingt aber so ähnlich. Ich habe eine Dark Matter Pickaxe. Ja. Hier, du kannst meine Flux Infused haben. Brauche ich nicht mehr. Die Dark Matter Pickaxe hat nämlich auch eine Vein Miner. Die hat auch eine Vein Miner Funktionalität, aber eine bessere. Weil das Alchemie ist, brauchst du den Block nicht mal mehr abbauen. Du stehst irgendwie nur im Gang, machst einen Rechtsklick und die ganzen Ores kommen auf dich zugeflogen. Geil, dann mach ich den auch gleich. Gleich. Ich habe ja nur irgendwie 5 Episoden daran gearbeitet. Das interessiert mich doch nicht. Willst du mit runterkommen und dir das angucken? Wenn nicht, ist auch okay. Nee, ich mach eben das. Gut. Ich komm mit, aber ich, wenn... Ja, wie jetzt? Eine Minute. Ja, okay, ich gehe schon mal vor und probiere das aus. Damit es keine Blamage wird. Ist. Nein, das Loch hier, wo wir schon mal waren, das führt bis Bedrock runter. Da hatte ich dir den Destruction Catalyst vorgeführt. So, das hast du gehört? Nein, das habe ich nur in Erinnerung gehabt. Na, gerade eben habe ich meine Pickaxe aufgeladen, die macht das gleiche Geräusch. Und in dem Moment machst du dieses Geräusch, als ob du es gehört hättest. Boah, nee, ich bin einfach nur Meister im Timing. Boah, scharf. Ich brauche nur einen Rechtsklick und die Ores kommen aus allen Wänden zu mir geflogen. Das ist cool. Das ist cool. Ist es ja auch. Ich mach nur cooles Zeug. Ja. Ja. Der Checker vom Neckar. Bin nicht cool, einfach nur cool. Kennst du nicht? Kennst du? Wahre Geschichte, meine Freundin. Kennst du? Ich glaube, das ist der einzige Moment, wo man sich schämen muss, Berliner zu sein, oder? Der übertreibt sehr. Also, er hat so ein... Er benutzt so einen starken Akzent, dass es einem Berliner zu viel wird, zuzuhören auf Dauer. Ja, aber du verleumdest ja dein Berlinerisch. Nein, es kommt einfach nur selten durch. Weße? Versteh mal. Ich muss eben stampfen, warte. Es kommt selten durch, wenn ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle habe. Emotionen. Wenn ich mich über irgendwas ärgern muss oder einen Schreck kriege oder so, dann kann das schon mal durchkommen. Aber normalerweise nicht. Boah, scharf. Apropos Schreck, was hast du Halloween gemacht? Ich habe mich in einer Wohnung versteckt und gehofft, es klingelt keiner. Ja, bei mir hat es aber geklingelt. Ja, na, dann gehe ich halt nicht hin. Also das ist ja du. Ein Kollege sagte nur, bei ihm beschmieren sie dann immer. Und der wohnt nicht weit weg von mir. Das ist aber nicht gut. Das ist überhaupt nicht cool. Nee. Nicht cool. Gut. Wo bist denn du? Ich bin hier die Höhle runtergegangen. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche. Ach, unsere Höhle mit dem Dynamit. Mit dem Dynamit? Was für ein Dynamit? Als Staudamm. Nein. Das Loch, was gerade runterführt, neben der Basis. Ah. Das führt halt auf schnellstem Weg zu Bedrock. Hier ist ein Loch in der Wohnung. Ach, muss ich zumachen. So, eigentlich müsstest du hier gleich irgendwo runterfallen. Da bist du. Hallo. So, ich mache mir erstmal hier kurz einen Gang. So. Oh.
Okay, das ist jetzt eine blöde Sache. Mit dem Redstone funktioniert das nicht, weil das in diesem Basalt drin ist. Das funktioniert nur mit richtigen Ores. Verstehst du? So, aber guck dir mal die... Ja, okay, dann kann ich dir das halt nicht zeigen, wenn du alles abbaust. Dann geht das halt nicht. Hallo? Gleiches Recht für alle, ja. Okay. So, guck mal hier, das Redstone. Da brauchst du nur einen Rechtsklick und dann kommt das angeflogen. Und da auch. Und da unten. Siehst du, es kommt einfach angeflogen. Das, also, schneller geht es nicht mehr. Mann! Wo geht das denn hin hier? Das habe ich nicht gebaut. Ich habe keine Ahnung, was du hier machst. Mann, es wird aber ein mieses Labyrinth, das ist nicht gut. Du willst doch nur einen Sex-Dungeon bauen. Ja, aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich lang muss. Ich auch. Wo sind Pesti? Ich habe nämlich 3x3 Gänge gebaut. Wo der hierher kommt, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gang ist. Gang ist. Du musst keine Angst haben, warte. Bam. 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 Ich weiß, wo wir sind. Bam. So, wir sind oben. Das ist... Wir, du? Wo bist denn Hoppala. Du? Na, ich bin hier mit... Ich hab doch gesagt, warte. Und was ist, du rennst weg? Komm wieder zurück. Guck mal hier, ich hab einen Weg freigebuddelt. Wir sind aber da unten in der Höhle rausgekommen, wo die Lava war. Ah. Hä? Ach so. Hä? Versteh ich nicht. Was? Geh sterben. So. Nein, wieso? Ich verstehe das nicht. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Ja, das andere darf ich leider nicht sagen. Was? Sagt wer? Du Dreckiger. Ja. Wieso? Es könnte sich jemand angegriffen fühlen. Ist ja nur eine Glaubensrichtung, ist ja keine Beleidigung. So, wir müssen aber zusehen, dass die Ores richtig zugeordnet werden. Wieso, willst du sie automatisch exportieren? Das wäre cool. Dann musst du aber Export-Buses bauen. Natürlich. Oder Import, oder nicht? Nee, Export. Es ist immer vom System aus. Also aus dem System raus oder rein. Weil dem System ist egal, was die Maschine damit macht. Das System stellt sich nur um das System. Das ist ja doof, die Darksteel-Ores, die kannst du nicht in einen Pulverizer packen. Nee. Das ist halt eine Schattenmod. Also eine, wie heißt es? Unbekannt, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Eine Randmod. Mann, das fliegt alles weg, das ist nicht cool. Die Zuschauer sehen, was ich meine. Ich baue die Ores ab, aber diese kleinen Blobs, die fliegen irgendwie quer durch die Gegend, die glitschen immer so weg. Und deshalb baue ich mir einen Item-Magneten, den ich in mein Alchemical Bag packe, damit die Sachen automatisch in mein Alchemical Bag fliegen, wenn ich sie einsammle. Willst du sowas auch haben? Ich konnte nicht folgen. Ich baue einen Item-Magneten, damit die Items in dein Inventar fliegen. Aber sie fliegen nicht in dein Inventar, sondern in dein Alchemical Bag. Nee, brauche ich nicht. Gut. Ich hatte schon genug Ärger mit den magnetischen Dingen. Ja, gut, das ist schon wahr. Also du kannst da nichts mehr wegschmeißen. Das ist sofort wieder in deinem Inventar. Aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht. Nee. So. Muss ich erstmal meine Werkzeuge wieder entladen. So. Jetzt ist es sicher für mich. Er muss direkt wieder ausrasten. Jetzt ist es sicher für mich reinzugehen. Wenn ich übrigens mein Dark Matter Schwert baue, dann kann ich es so einstellen, dass automatisch alle Gegner um mich herum getötet werden. Da muss ich nicht mehr zuschlagen. Aber ich glaube, das ist ein Red Matter Schwert. Du hast schon wieder nicht verstanden, was ich gesagt habe. Nein, weil ich gerade was mache und dann kann ich dir nicht zuhören, was dir übrigens in der privaten Welt genauso ergeht. Das möchte ich mal erwähnt haben. Das stellt aber dich in ein schlechtes Licht und nicht mich. Das ist mir egal.